Das heißt, wir füttern kein Kraftfutter, wir füttern kein Mais. Also quasi erwiesenermaßen Quatsch, dass man Kraftfutter braucht, um gutes Fleisch zu bekommen. Ist Quatsch. Würde ich sagen, erzähl mal, was die Besonderheit eurer Rinderhaltung ist. Ja, erstmal war es eine ganz grundsätzliche Entscheidung, ne? Wollen wir Tiere halten und wenn ja, welche? Und dann war es ganz wichtig zu sagen, wir wollen, wenn dann, Tiere halten, die keine direkten Nahrungsmittelkonkurrenten zum Menschen sind. Das heißt, ja. Tiere, die das verwerten können, was wir selber nicht verwerten können. Wir liegen hier mitten zwischen zwei großen Naturschutzgebieten mit sehr viel Grünland. Und dieses Grünland muss gepflegt werden, damit es als Grünland erhalten bleibt, was ja auch ökologisch sehr wertvoll ist. Und das funktioniert im Endeffekt nur über die Rinder. Ne? Weil andere, es gibt noch Schafe und Ziegen, die können auch noch das Gras verwerten. Aber das müssen Wiederkäuer sein. Und dann war es eine persönliche Entscheidung, Schaf und Ziegen waren mir zu klein. Und dann habe ich mich für die Rinder entschieden. Die passen durch den Zaun, Schaf und genau. Ziegen. Und wir streben praktisch eine ganzjährige Weidehaltung an. Wir haben einen Unterstand, wo die Tiere im Winter sich frei entscheiden können, ob sie rein oder raus dürfen. Haben aber gleichzeitig jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr die Problematik, dass uns auch bei der Rinderhaltung der Klimawandel direkt trifft. Ja. Wir haben eine Verschiebung der Niederschläge weg vom Sommer in den Winter. Und das macht uns Probleme im Sommer, dass wir sehr lange Trockenperioden haben, wo das Gras nicht wächst. Das heißt, wir brauchen mehr Futter, um die Tiere dann in diesen Perioden zufüttern zu können. Und macht uns aber auch Probleme im Winter, dass wir dann die Problematik haben, dass es so nass ist, dass die Flächen die Tiere irgendwann nicht mehr tragen. Das heißt, dass sie einsinken. Und ja, das stellt uns dann vor ganz neue Herausforderungen, die ganz klar mit dem Klimawandel zu tun haben. Und den wir hier wirklich spüren. Ja, okay. Und dann auch so Geschichten, ne? Starkregenereignisse nehmen zu. Ne? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Mutterboden auf der Fläche halten. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum wir so viel Grünland haben, ne? Dauergrünland. Ne? Ich habe keine Bodenbearbeitung, sondern ich pflege das Grünland einfach nur. Und eine gute Grünlandnarbe ist eigentlich der beste Garant dafür, dass über das ganze Jahr über der Mutterboden gehalten wird und nicht weggeschwemmt werden kann. Wo wir aufpassen müssen, ist Uferbefestigung. Ne? Wir stehen jetzt hier vor einem gerade ziemlich zugewachsenen, aber doch wichtigen Graben. Und ja. Entlang des Grabens haben wir hier Kopfweiden gepflanzt. Kopfweiden ganz, ganz unterschiedlichen Sinn. Ne? Zum einen sind die Kopfweiden hier unsere Zaunpfähle. Ja, das habe ich schon, ja. Genau. Wir schrauben einfach Isolatoren in die Kopfweiden rein, ne? Verletzen somit den Baum nur ganz geringfügig. Müssen immer nur aufpassen, dass wir die jedes Jahr eine Umdrehung wieder rausdrehen, okay. Sonst wachsen die ein. Aber ansonsten haben wir lebende Zaunpfähle, die wir nie ersetzen müssten. Ne? Die spenden den Tieren Schatten, was wichtig ist in den heißen Sommern, die wir jetzt immer vermehrt haben. Sie befestigen das Ufer zum Graben hin und sie liefern uns Hackschnitzel. Ne? Ja. Und sie sind zudem noch, haben den hohen ökologischen Wert. Ne? Bruthöhlen für Steinkäuze zum Beispiel finden sich fast ausschließlich in Kopfweiden. Und außerdem brauche ich bei den Kopfweiden wirklich den Baum nicht zu töten, um sein Holz zu nutzen, sondern kann ihn alle 7 Jahre pflegen und kann das Holz nutzen und der Baum treibt einfach wieder neu aus. Also 7 Jahre ist wegen der Hackschnitzel, dass sie genau, eine gewisse Dicke dass haben. Dass sie so eine gewisse Dicke haben und da hat sich auch gezeigt, dass praktisch der Baum braucht 7 Jahre, um sich gut wieder zu regenerieren ja. Und verträgt dann den Schnitt wieder optimal und treibt im nächsten Jahr dann sehr gut einfach direkt wieder aus. Genau. Und was man noch sieht hier, ja, Fütterung unserer Tiere, nur Gras, ne? Ja. Heu und Anwelksilage. Das heißt, wir füttern kein Kraftfutter, wir füttern kein Mais. Das führt dazu, dass die Tiere langsamer wachsen, wenn sie kein Kraftfutter kriegen. Aber dass das Fleisch dadurch auch nicht so viel Wasser einlagert. Und das merkt man dann spätestens in der Pfanne, ja. Wenn das Steak nicht auf die Hälfte zusammenfällt. Ne? Also kann ich einen Satz zu sagen? Ich bin schon seit 3 Tagen hier und wir haben ein Rind mit verpackt und das Fleisch sah hervorragend aus. Ja? Also ganz große Klasse. Also es ist also quasi erwiesenermaßen Quatsch, dass man Kraftfutter braucht, um gutes Fleisch zu bekommen.
ist Quatsch. Also klar, sind unsere Tiere, die sind nicht so schwer, wenn wir sie schlachten. Aber wenn man das wirklich runterrechnet, ne, auf Kilogramm, auf den Kilopreis von dem fertig gebratenen Steak, dann ist dieses Steak gar nicht mal viel teurer wie das konventionelle. Ja. Gibt es Herausforderungen oder Sachen, die in der Rinderhaltung noch angegangen werden sollen? Ja, wir sind seit nunmehr fast 3 Jahren sind wir in dem Prozess. Wir wollen gerne unsere Tiere auf der Wiese schießen. Schlachtung ist immer so ein sehr sensibles Thema. Ich schlachte unsere Tiere alle selber. Aus Überzeugung raus, weil ich irgendwann gesagt habe, entweder wir machen das alles selber oder wir müssen es ganz dran geben. Weil dieses Unangenehmste, dieses Schwierigste abzugeben, fand ich irgendwie schräg. Und jetzt im Moment machen wir das noch in Zusammenarbeit mit der Fleischerei Timmer. Die ist hier eine Viertelstunde von uns, wo ich das dann selber mache. Dafür müssen wir die Tiere aber immer noch verladen und die Viertelstunde rüberfahren. Das ist im Vergleich zu den normalen Tiertransporten ist das nichts. Ne? Und auch dort vor Ort läuft das wirklich gut ab. Aber es ist trotzdem, bedeutet das für Mensch und Tier, bedeutet das Stress. Und das ist so der nächste, ja, sag ich mal, wir wollen qualitativ wachsen. Nicht quantitativ, sondern qualitativ wachsen. Und das ist so der nächste qualitative Wachstumsschritt, wo wir hinwollen. Wo uns aber die Behörden noch sehr viele Steine in den Weg legen. Tatsächlich, ich dachte, die müssen das doch mit Kusshand. Eigentlich ja, aber es ist sehr schwierig. Wir müssen gewährleisten, dass sich nicht irgendjemand davon gestört fühlt, wenn wir ein Tier auf der Wiese schießen. Ne? Das heißt, es muss irgendwie, darf nicht einsehbar sein und es muss, klar muss es sicher sein und so, aber man merkt irgendwie, es sind sehr dicke Bretter, die zu bohren sind, weil es was Ungewöhnliches ist. Die normale Fleischlobby arbeitet auch ganz stark dagegen, weil wenn natürlich Betriebe herkommen und Dinge anders machen, dann kommen sie selber auch in Erklärungsnöte und das ist nicht gewollt. Aber das heißt, du hast dann quasi einen Schein gemacht, dass du selber schlachten darfst? Genau, und die Scheine habe ich alle, sodass ich jetzt schon selber schlachten und entbluten und so darf. Aber dass wir hier bei uns die Tiere gar nicht mehr transportieren dürfen, das ist immer noch nicht durch. Wir bleiben da dran, weil wir glauben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, jetzt auch noch hin zu mehr Tierwohl. Ja. Aber finde ich großartig, also auch großen Respekt. Also das ist so, für mich war die Schlachtung von meinen Tieren immer so, ich konnte es nie gut. Ich habe auch bei Hähnchen Nottötung gemacht und so, aber immer sehr ungern. Und wir sind halt jetzt privat einfach auf dem Weg fast Richtung Vegetarier, sage ich mal. Ja. Also ja. Jetzt einfach, ne, weil man dann auch, ich habe Nottöte gemacht, aber... Das ist für mich auch jedes Mal eine Überwindung und in der Nacht vorher schlafe ich nicht gut. Das ist so. Ja? Und sobald das nicht mehr so ist, dann mache ich irgendwas verkehrt. Weil also dieser Respekt vor dem Leben, der sollte bleiben. Und diese Gewissheit, dass für dieses Stück Fleisch ein Tier sterben muss. Und bei uns ist es auch so. Also es gibt diesen Begriff des Sonntagsbratens. Ne? Und wir sagen auch unseren Kunden, esst weniger Fleisch, dafür wenn dann aber was Gutes, was auch unter guten Bedingungen gehalten wurde. Und wir haben bei uns zu Hause, ne, wenn wir einmal die Woche Fleisch auf dem Teller haben, dann ist das viel. Okay, aber ein super spannendes Thema. Also das freut mich jetzt, dass die Leute das auch mal erfahren, also, weil ich wusste es nicht und ich kenne euch schon seit mehreren Jahren. Ja. Das ist also super wichtig. Ja. Vor allem, weil die Tiere, die ich ja auch kenne, ne? Also ja. Der, egal wie gut der Metzger ist, der kann es nie so gut wie der Bauer. Richtig. Und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das selber machen. Eine Frage noch zu den Weiden. Das sind jetzt ja relativ junge, aber die werden ja nicht für eure Heizung reichen. Also wie viele Weiden pflegt ihr überhaupt? Nee, also wir brauchen so ungefähr so knapp 100 Kopfweiden pro Jahr, die wir pflegen, praktisch für unseren gesamten Heizbedarf. Wir kriegen aber einen Auftrag jedes Jahr für 500, 600, die gepflegt werden müssen. Ne? Weil das von der Stadt ist das? Von der Stadt, vom Kreis. Ne? Okay. Genau, weil es ist wirklich so, diese Kopfweiden, wenn die nicht gepflegt werden, dann brechen die auseinander. Ja. Und dann verschwinden die einfach immer mehr. Und wir sagen, das ist ganz wichtig, dass die erhalten bleiben. Und deshalb haben wir uns auch dieses Konzept mit den lebenden Zaunpfählen überlegt. Ne? Und wir pflanzen jedes Jahr noch mindestens 40, 50 Kopfweiden, pflanzen wir jedes Jahr nach. Also neu. Ja. Ne? Weil ganz alte dann doch mal irgendwann abgängig sind. Und wir wollen das langfristig wirklich erhalten. Das sind ja auch, also ich sag mal, jede Kopfweide, die so, vor allem ältere sind ja Biotope. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe mal gelesen, 200 Arten oder so leben in der Kopfweide. Und ja. Das heißt, ihr pflanzt neu und werdet von der Stadt beauftragt, die zu pflegen. Also ist das auch eine Einnahmequelle für den Betrieb am Ende. Richtig, genau.
Ja. Ein, zwei Sätze zu den Tieren, falls hier mal Landwirte zuschauen. Also habt ihr spezielle Rassen? Das ist jetzt der Schwarzbund, also ist Angus mit drin, vermute ich mal. Richtig, genau. Wir setzen jetzt seit einigen Jahren einen Deutsch-Angus-Bullen ein und haben aber ansonsten eine sehr bunte Herde. Also ganz bewusst Kreuzungstiere. Wir sind kein Herdbuchzuchtbetrieb und werden auch nie einer werden. Ich mag es nicht, wenn andere mir reinreden, mit was für Tieren ich weiterzüchten soll und darf und mit welchen nicht. Wir selektieren ganz, ganz viel nach Gemüt. So, ja. Ne? Also Tiere, die den Kopf runternehmen und die Unruhe in die Herde reinbringen, die können noch so gute Leistungen bringen, das macht keinen Sinn. Und wir machen so die Erfahrung, dass die Kreuzungstiere eigentlich die gesündesten sind, bei denen wir die wenigsten Tierarztkosten haben, über die Zeit gerechnet. Und unsere älteste Kuh, ne, die Heike, die ist fast 21, ne? Hat 19 Kälber gekriegt. Ja, das spricht eigentlich nur für sich. Ja, also die ist jetzt schon in Rente, ja? Genau, die ist in Rente. Ne? Genau, wir haben so einen alten Teil, die ist zusammen mit den jungen Fersen, damit sie nicht wieder gedeckt wird. Ja. Das wollen wir ihr nicht nochmal antun. Wir sind hier auf dem Gelände der solidarischen Landwirtschaft. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die wir gegründet haben. Und wir machen gemeinsam mit 130 Familien ökologischen Gemüseanbau.